Meine lieben Truckerfreunde, seid mal ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier. Ich habe eine neue Truckermütze, wollte ich euch mal präsentieren, habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft, für einen Zehner geschossen. Ziemlich cooles Teil, finde ich, kommt aus Nepal, ne? Ist also echt irgendwie, ne, andenerprobt, das heißt, da können wir auf jeden Fall auf Welttour mitgehen. So, meine lieben Leute, wir haben ja letztes Mal irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ganz kurz mal schauen, was haben wir denn jetzt so? Wir haben schon 2091 Kilometer gefahren, Bewertung 1,7, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, Freunde, aber eine 1 ist eine gute Note, glaube ich, ne? Wir haben einen Guthaben von 21. 1000. So, pass mal auf. Okay, wir müssen uns direkt einen neuen Job suchen. Angebot, genau, wir lassen uns anstellen. Dann schauen wir mal. So, pass mal auf. Düsseldorf Metz. 5000. Läuft in 11 Minuten ab. Was fahren wir denn da? Möbel. Aber der Wagen ist ganz cool. Ne? Oh, lass uns mal Möbel fahren. Wie viele Kilometer sind das? 15. Ja, es ist... Wir nehmen das einfach mal an. Pass mal auf. Mal gucken, was wir da so beim machen. Ihr wisst ja, ich bin der Held vom Erdbeerverhältnis, also der Truckerkönig schlechthin, ne? Man nennt mich auch Truckstop, ne? Und ihr wisst, Freunde, ich bin... Wir versuchen das irgendwie zu wuppen. So, pass mal auf. Möbel nach Düsseldorf. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz hinten rein. Ich will mal ganz kurz mir die Möbel anschauen. So, okay. Okay, man sieht nicht viel. Stokes, ne, wir sehen Stokes, okay. So, pass mal, da sitze ich wieder drin. Das muss ich mal gucken, was haben wir hier. Das ist ja, glaube ich, so ein Majestics-Wagen. Ich weiß nicht, ich kenne die Wagen ja nicht so, ne. Sieht aber recht nett eigentlich aus. Und da ist die Bremse, ich weiß nicht im Leben, wie man die Bremse irgendwie... Habe ich auch noch nicht auf die Knöpfe gelegt, aber wer bremst, verliert. Das ist halt mein Motto, ihr kennt das, ne. So, pass mal auf, okay, dann fahren wir mal, Wir müssen jetzt erstmal den Wagen anlassen. Okay, das war die Hupe, die ist aber auch cool. So, okay, also mit dem Einparken, ich weiß nicht, ich werde das mal wieder versuchen, ne? Wenn wir da sein, wenn wir ankommen sollten, ich weiß es ja nie, ne? Und ich mache jetzt mal den Wagen an. Ist er an? Okay. Ja, ist erstmal soweit alles okay. Gut, pass mal, wie sagen wir, fahren wir mal los und pass mal im Spiegel hier so ein bisschen, aha. So, das sind die beiden Spiegel. Ich sehe, ne, den Anhänger und wir müssen rechts. Dann fahren wir mal. Ich habe jetzt wieder über eine Woche nicht gespielt, liebe Leute. Also seht es mir nach, wenn ich wieder genauso schlecht bin wie eh und je. Okay, pass mal auf. Hier noch eine kurze Bremsung. Wir müssen, glaube ich, nach da. Aha. Kommt von da was? Ich sehe nichts. Also rüber, Freunde. So, wie sieht das hier? Das platzt genug. Ja, sieht gut aus. So, wir müssen... Das richtig jetzt in Erinnerung habe, nach Düsseldorf, ne? Düsseldorf, ne, ist ja mein Verein, wir müssen hier rein, Moment. Die Fortuna, ne? Ich hätte auch das Ganze mit einer Fortuna-Mütze aufnehmen können. Aber... Oh, wir haben geschraddert, scheiße, wir haben geschraddert. Verdammte Kacke. Aber ist egal, ist nicht viel passiert, so. Okay, jetzt können wir erstmal geradeaus fahren. Ich hätte auch, ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fortuna-Fan, ne? Und, so, Moment, okay, so. Ich glaube, es ist eigentlich alles wieder... Moment, hallo, wieso ist das... Ah, okay. So ist gut. So ist gut. Okay, dann können wir jetzt Gas geben. Hier haben wir Vorfahrt. Dann gehen wir jetzt mal Kette, ne? Und hier ist irgendwas durchgestrichen. Ich kann das noch nicht genau sehen, meine Leute. 50. Das ist nicht durchgestrichen, sondern das ist 50. Aber wir fahren nicht mehr 50, weil jetzt geht's bergauf. Obwohl die Majestics-Dinger sind bergauf ja echt ganz kühl eigentlich, ne? Sie haben es echt drauf, ne? Da war ich ja doch ein bisschen verwundert, weil ich auch schon langsamere Karten hier gefahren habe, ne? Okay. Ich habe jetzt den Gesamtsound übrigens ein bisschen leiser eingestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich muss mal schauen. Mein Mikro sitzt ein bisschen tief. Ich versuche mal alles so. Das ist, ja. Aber wieder halb vollen Tank. Wie viele Kilometer haben wir? 5 Stunden? Wieso 5 Stunden? Da stand was von ein paar Kilometer. Ja, ist egal. Wir müssen einfach mal... Ich glaube, ich muss mal Licht anmachen. So, Moment, wo war das Licht? Moment. Das war der Scheibenwischer. So, das ist Licht. Das ist, glaube ich, Fernlicht, ne? Okay. Scheibenwischer bitte aus. Okay. Aus, gut. Haben wir Licht an? Ich weiß nicht. Ist das hier dunkel oder ist das nicht dunkel? Moment. So, aber ich glaube, so ist es, glaube ich, okay. Ne? So könnte auch... Ja, Moment. Ja, so müsste das okay sein. So müsste meine Facecam, ne, genau so auf dem Lenkrad sein, ne, dass ihr so ein bisschen was von dem Armaturenbrett seht. Moment, ich muss mich jetzt wieder mal konzentrieren. Ihr wisst ja, ich bin immer total durchgeschwitzt, wenn ich so eine Folge durch habe, ne, weil ich da immer so mit drin sitze und immer irgendwie über jede... Ja, Köln. Das ist das, ne? Das ist für Düsseldorfer ist das Alesia, ne? Wir wissen nicht, wo das liegt, dieses Köln, der Alesia, ne? Wir kennen es nicht. Ich weiß nicht, wer von euch Asterix liest, ne? Also, na, da kommt das ja das öfter mal vor. Wir fahren ganz schön schnell, kann das sein? Was sagt die Müdigkeit? Alles soweit okay. War hier 50 oder was? Oh, wo kommt man jetzt da hin? Da ist eine Raststätte. Okay, da wollen wir erstmal nicht lang. Es kommt eine scharfe Kurve.
Und da ist wahrscheinlich wieder einer, der uns ausbremst. Ne? Hier, Alter, ist alles aufgehoben. Gib Mathe. Ich kann dir das hier nicht überholen. Pass mal auf hier, Trauma, Alter. Gib mal Gas da. Wir sind hier nicht umsonst. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Was steht da? Trameri. Okay, Trameri. Oh, da kommt auch einer mit Autos hier offen. Hänger, ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich hoffe, mein Mikro sitzt halbwegs okay so. Ich kann das mal nicht so wirklich einschätzen. Jetzt bremst der auch noch. Alter, wer bremst, verliert. Aber ich kann ihn jetzt nicht überholen. Da kommt schon, glaube ich, eine Kurve. Und wir wollen ja ein bisschen vorsichtiger fahren. Wir haben ja letztes Mal ein paar... Ja, es war nicht viel, was wir uns an Schaden abgezogen haben. Da ist jetzt eh rot. Also insofern ist das mit Überholen so eine Sache. Wir müssen noch geradeaus, ne? Dortmund-Lüttich-Köln. Der muss jetzt hier abbiegen. Gut, dann haben wir den erstmal... Okay, die Bremsen funktionieren, dann haben wir das auch geklärt. So, Kollege, dann pass mal auf. Jetzt hier, du gibst jetzt schön Kette, ne? Verpiss dich jetzt da, ne? Und wir sehen es hier weiter geradeaus, ne? Ja, komm, kriegst hin. Ja, da ist er weg, so. Jetzt haben wir ja freie Bahn. Okay, wir dürfen hier nicht überholen. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Gas kriegen, ne? Sonst kommt eine Zickzack-Kurve, wenn ich das Schild richtig interpretiere, ne? So, ja. Ja, coole Mütze, Freunde, ne? Finde ich echt geil. Echt in Nepal. Ich bin jetzt echt so, ne? Südamerika und so, ne? Ja, Alter, pass mal auf, ich gebe hier Vollgas. Wieso brauchst du so lange? Diese Majestics sind eigentlich ganz cool, ne? Normalerweise haben die doch hier einen tierischen Bums. Oh Gott, da sehe ich schon wieder was Grünes. Alter, ich gebe hier Vollgas. Ja, haben halt ein paar Möbel hinten drauf. Ja, nun gut, aber... Wo muss ich jetzt? Muss ich jetzt hier sofort runter? Okay. Okay, der sagt mir, da ist rechts... Richtung Lüttich? Wieso Lüttich? Wir müssen nach Düsseldorf, oder nicht? Ich will zu Fortuna einmal. Die spielen morgen gegen Frankfurt. Oh, dann blinken wir mal. Das habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen, aber da war, glaube ich, keiner hinter uns. Jetzt will ich mal gucken, dass ich hier nicht irgendwie wieder alles absäbel. Okay, ne. War. Ja, ein bisschen was grün. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? So, pass mal auf, Majestix. Jetzt gibst du mal ein bisschen Kette, Kollege, ne? So, und jetzt... Boah, jetzt guckt euch das mal an hier. Da bin ich ja zu Fuß schneller, Kollege. Alter, die Möbel sind aber schon schwer. Das ist kein Ikea, garantiere ich euch, Freunde. Also wer so schwere Möbel auf dem Wagen hat, der hat's auf jeden Fall. Na, ganz kurz mal gucken. Okay, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen Stoff hier. Stoff. Du willst mich überholen, Kollege? Ja, das zeige ich dir gleich. Aber du bist aber leer, das ist okay. Na gut, hier geht der Berg auf. Wir sind jetzt bei 60. Ihr könnt ja für den Tacho halbwegs gut erkennen. Ah, der Kollege gibt ganz schön Mathe, ne? Kann er machen, ne? Die kann ja jeder machen, was er will, ne? So, okay. Mhm. Ja, wird langsam dunkel. Licht haben wir an. Nicht, dass uns da wieder haben sie schon so viel Kohle für abgezogen, weil ich das Licht nicht rechtzeitig anhatte, ne? Du Pennerpack hier, ey. So. Gut, aber schön ausgeleuchtet hier, ne? Finde ich gut. 4 Stunden 25, noch 273. Ja, gut, ich fahre jetzt mal hier Vollgas, liebe Leute, ne? Ihr kennt mich nicht anders, ne? Ich bin hier in der Gastfinger, ne? Das ist ein sehr schöner Stapel hier, ne? Schöne Heustapel. Okay. So, wir fahren 90. 86, ne? Jetzt geht's wieder weg auf. Ja, Monkey Island immer noch. Ne, pass mal auf, Kollege. Du bist mir eine Runde zu lang. Fahren! Ich hab doch Licht an! Oh, jetzt habe ich es an. Wieso? Und das ist fair? Und das ist fair nicht, okay? So, mal gucken, ob ich jetzt hier wieder reinkomme, ohne dass ich den Jungen mitnehme. Hat geklappt, letztens habe ich irgendwie noch einen mitgenommen, ne? Da habe ich gedacht, da wäre ich vorbei. Scheiße, war ich vorbei. Ein Dreck war ich, ne? Fahren ohne Licht, ne? Also so eine mega Kacke, das ist irgendwie eine. Naja, gut, okay. So, was haben wir? Moment. Okay. Amsterdam Lüttich. Da vorne wird wieder das Grüne. Wisst ihr, werde ich immer nervös, weil ich dieses scheiß Navi da nicht mit klarkomme, ne? Wobei, so langsam gewöhne ich mich drauf. Ich glaube, wir müssen rüber. Ja. Wieso verzieht er immer? Irgendwie verzieht er immer. Hä? Moment mal ganz kurz, Freunde. Was ist hier los? Wieso verzieht mein Gamepad hier dauernd? Moment, ich muss geradeaus, ne? Oh, gut, dass da frei war, Freunde. Aber wieso? Mein Gamepad verzieht immer dauernd irgendwie. Aber ich scheine richtig zu sein, irgendwie, ne? Da kommen sie von da, aber da muss ich mal ganz mal gucken. Ja, aber, Freunde, ne? Ich bin stärker, also, ne? Halt euch mal wacker da. So, Kurve, wir gehen mal wieder rüber. Oh, ich habe falsch geblinkt, aber ja nun.
das mit rechts kann ich blinken, aber dann muss ich vom Gas gehen. Und ihr wisst, ne, mein Gasfinger ist der klebt hypnotisch auf dieser Taste. Ne, Vollgas, ne, ihr seht das ja hier, ne, 90. Wir haben immer einen Termin, ne, wir müssen Möbel, ne, sonst können die nicht einziehen, die Jungs, ne, und ohne Möbel, ne, das ist scheiße. Okay. Ja, die Leute, sind wir ja erstmal schön, ne? Auf den nächtlichen Straßen sehe ich irgendwo eine Uhrzeit. Das ist 2.19 Uhr. Ist das echt die Uhrzeit oder ist das 22.56 Uhr? Dienstag. Ne, ich glaube, es ist gerade mal 11 Uhr. Okay, das heißt, ne, die Bahn ist langsam leer geworden. Das ist, oh Gott, da muss ich hier runter. Ich muss hier runter, ne? Moment. Luxemburg, wieso Luxemburg? Wieso verzieht mein Gamepad dauernd? So, und dann muss ich dann da vorne wieder... Ey, Freunde, ihr wollt mich darüber verarschen, ne? Moment. Zurück, 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 zurück. Ich verstehe nicht, dass mein Gamepad hier dauernd verruckelt. Moment, wir müssen jetzt hier mal ganz kurz durch. Okay, ich sehe gar nichts. So, jetzt geradeaus. Okay, Moment, so, so ist okay. So, okay, gut. Okay, jetzt Überholverbot. Aber dass mein Gamepad hier dauernd verzieht, verstehe ich nicht, Freunde. Bin ich ehrlich, das kriege ich nicht hin. Meine Maus liegt da auch ganz brav. So, jetzt aber okay. So, boah, der bergauf, ne? Wir haben, glaube ich, 2 Milliarden Tonnen Möbel hinten drauf, ne? Der kommt gar nicht aus der Pötte. So, geradeaus. Erstmal gerade. Machen wir ein bisschen Fernlicht. So, wir müssen ein bisschen was sehen hier, ne, die Leute, ne? Das ist zwar scheiße, ne? Auch für die, die uns entgegenkommen. Ja, die blinken auch, ne? Aber wollen wir ein bisschen was vom Let's Play haben. Wir wollen nicht irgendwie in dunkle Nacht gucken, ne? Das können wir auch irgendwie, ne? Wenn wir pennen, ne? Insofern fahren wir erstmal geradeaus. Was kommt da? Was ist das? Ein beschrankten Bahnübergang? Oh. Da hat's geblinkt. Ich bin jetzt einfach drüber, Freunde. Also, ne? So ein Bahnübergang, das ist, ne? Hier ist auf jeden Fall Vorfahrt. Moment. Okay, 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 okay. So. Alright, boah, er kommt echt. Was haben wir drauf hier? 60. So, das ist aufgehoben. Es gibt mal ein bisschen Gas, dass er den Berg da halbwegs hochkommt, Kollege. Okay, da kommt eine Kurve. Aha. Müssten wir aber eigentlich packen, Freunde. So, Rem. Ey, jetzt, Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken, Freunde. Nach Metz. Wir müssen nach Metz von Düsseldorf. Ah! Wir müssen nach Metz. Ist Metz nicht in Frankreich? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja gut, dann müssen wir jetzt über die Grenze. Okay. Fahren wir mal weiter. Okay, ich dachte, wir müssen nach Düsseldorf. Wir müssen gar nicht in Düsseldorf. Wir müssen nach Metz. Okay, Freunde. Ja, ne? Komm, ich bin so spanisch vor bei Düsseldorf, ne? Ich meine, ich bin kein Autofahrer, aber den Weg zu meiner Fortuna, den finde ich noch immer. Ne? Habe ich bis jetzt immer gefunden. Aber Metz, ist das Frankreich, Freunde, Metz? Ich glaube schon, ne? Geografie bin ich ganz schlecht, deswegen wäre Tracker auch nicht mein Job, ne? Ist ohne Scheiße, oder? Ich verfahre mich in meiner eigenen Stadt, da habe ich keine Probleme. Also, liebe Leute, ne, Orientierung ist nicht so wirklich das große Können vom Spiegel 45. Jetzt werden sich natürlich einige fragen, großes Können. Hat der Typ überhaupt ein großes Können? Bei der Scheiße, der immer so verzapft. Ja, das ist eine berechtigte Frage, ne? Also ein paar Sachen kann ich schon, also, ne? Aber es hält sich in Grenzen. So, okay, pass mal auf. Was haben wir hier drauf? Wir haben 78 drauf. Hier ist wieder alles aufgehoben. Haben wir Fernlicht an? Ja, wir haben... Oh, nein! Oh. Alter! Dass er das immer ganz ausmacht. Das ist ganz aus, okay. Moment. Und das. Okay, Fernlicht. Okay, ich weiß nicht, irgendwie. Ihr wisst ja, meine Knöpfe, das spiegelt nicht so ganz wirklich im Griff, ne? Aber ja, nun, das macht nichts. Weil wir haben noch keinen Bums gebaut. Ich würde es gerne auf Holz klopfen, aber mein Kopf ist gerade nicht frei. So. Tanken müssen wir, glaube ich, erstmal nicht. Pennen müssen wir, glaube ich, auch nicht. Wir brettern sowieso durch, Freunde, ne? Pennen ist was für Anfänger, ne? Und das sind wir ja nicht mehr. Wir sind ja schon irgendwie, ne? Glückspilz oder Jedi-Ritter, ich weiß nicht. Jetzt kommen wir hier an die Grenze, ne? Europäische Sterne habe ich da gesehen, ne? Der ganze Euro-Scheiße, könnte mir nicht mitkommen, ey, Freunde. So, okay. Alright, das sind ja schöne Sonnenblumen, ne? Diesmal gar nicht durch Lärmschutzwelle geschützt, ne? Wie fahre ich denn da? Ich würde jetzt gerne mal die Perspektive wechseln, aber ich garantiere euch, dann sitzen wir in der Sonnenblume. Das können wir uns aktuell nicht erlauben. Das ist. Was kommt hier? Wieder eine Zickzack-Kurve, okay.
Werde ich mal jetzt nicht Vollgas geben, ne? Oh, was sind denn das für coole Hütchen, ey? Die finde ich ja geil. Habt ihr die gesehen, ey? Voll die coolen Hütchen. Hütchen, nicht Hühnchen. So, pass mal, hier ist ja... Boah, was sind hier alles beschildert, Freunde? Hä? Hä? Okay, Überholverbot. Na gut, wir überholen eh nicht so wirklich, ne? Hier ist wieder alles aufgehoben. Geile Sache, ne? Theo Grombech, ne? Wie gesagt, Grombech und Goldini, das sind die Hütchen wieder. Coole Sache, die sehen ja cool aus, ey. Grombech und Goldini ist eine Schissfirma. Theo gegen den Rest der Welt. Daher heißen wir, ne, für die, die jetzt neu dabei sind, ne, Grombech und Goldini, das geht auf Theo gegen den Rest der Welt zurück. Erzähl ich in jeder Folge mal, ne, weil ich nicht weiß, wer das schon, ne, bei mir regelmäßig schaut oder gelegentlich mal reinschnippert, ne. Aber schöne Gegend hier, muss ich ja sagen, ne. Gefällt mir. Schade, dass wir das irgendwie nicht bei Tag alles genießen können. So, hier kommt wieder eine Zickzack-Kurve. Na, Kollege, alles gut. Oh, der fährt Autos, okay. Das ist ein Auto. Oh, hier ist schön ländliche Gegend. Alles voller Heustober und hast du nie gesehen, ne? Okay, jetzt kommen hier noch ein paar Zickzack-Kurven, wenn ich dem Navigationsgerät schauen kann. So, hier blinkt jetzt so mal, Freunde, wenn ich rüberziehe, ne? Kenn ich nichts, ne? Mach ich auch mal. Ja, vom Gas gegangen, weil hier müssen wir eh, glaube ich, ein bisschen langsamer, ne? Komm, fahr. Alter, gib Kette. Hängen wir fest, oder was? Komm, Meister, gib Stoff. Ich da voll reingesemmelt. Luxemburg. Also, Herr Schneider, ist ein lustiges Land, Luxemburg. Ja, da bin ich irgendwie gerade. Ich hab's nicht gesehen, aber ich weiß nicht, haben sie einen Schaden angezeigt? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber hier, diese Strecke bin ich, glaube ich, tatsächlich schon mal in Real gefahren. Diese Lämpchen, die sind echt cool. Machen mal das Fernlicht aus. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht. Ja, da war ich wieder, ne? Habe ich einmal geblinkt, ne? Deswegen, ich sollte da gar nicht blinken. Quatsch hier, ne? Habe ich jetzt Licht an, Freunde? Ich sehe das gar nicht. Aber habe ich doch, ne? Ganz kurz mal gucken. Der hat drei Lichtstufen irgendwie. Und das ist Fernlicht, ne? Ja. Aber der macht das immer aus, komischerweise. Wenn ich das Fernlicht ausknipse... Verstehe ich nicht. Sag mal, Alter, was willst denn du hier? Bist du... Wieso habe ich eigentlich den Scheibenwischer? Mach den mal aus. Luxemburg, erster Aufenthalt. Cool. Okay, wir müssen links. Ja, okay. We have to go left. Turn to the left. Soll es nirgendwo hängen bleiben, Freunde? Ich sehe gerade gar nichts. Okay. So, und da müssen wir rechts. Okay. Ich hoffe, den Möbeln ist nichts passiert. Stopp. Na gut, ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt, ne? Ich habe wieder, ne, Gas gegeben, wollte eigentlich bremsen. So, pass mal auf. Ganz kurz gucken, kommen wir hier rum. Ja, das sieht aber gut aus. Und jetzt, geradeaus. Geradeaus, da ist ITCC, ne? Was immer das heißen soll, mag und wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall in Luxemburg. Ein lustiges Land, wie Helge Schneider sagt. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. So, das Grüne können wir... Oh, da müssen wir sowieso wieder rechts. Muss ich auch blinken, ne? Nicht, ja. Ich blink ja auch, ne? Also wenn ich eh nicht auf dem Gasfinger hänge, ne? Kann ich auch mal blinken, ne? So. Bin ich jetzt lang geschraubt oder bin ich ja nicht lang geschraubt? Ich habe es gar nicht genau gesehen. So, müssen wir geradeaus. Okay. So, ich denke, mit dem Sprit müssen wir hinkommen. Wenn nicht, dann lassen wir die Karre da stehen. Weil wir nicht genug Sprit geben, Freunde, ne? So, dann müssen wir dann da wieder. Oh Gott, okay. So, Luxemburg, ne? Danach kommt, glaube ich, Frankreich. Kann das sein? Ich weiß nicht. Benelux-Länder. Belgien, Luxemburg, ne? Oder das Metz in Belgien. Freunde, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann nichts an der Karte, ne? Ich bin. Oh, ganz kurz mal, was steht denn hier so drauf? Lüttich? Wir müssen auf jeden Fall nach links. Ja, super. Links abbiegen. Verboten oder was? Ja, wir müssen noch weiter. Okay, 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 okay. Ja, wie gesagt, mit dem Navi, ey, Freunde, habe ich das nicht so. Ne? So, aber hier müssen wir links. Oh Gott, der Herr Kollege ist irgendwann sauber rumgekommen. Hat's drauf, ne? Kann ich nicht behaupten, ne? Das wollte ich gar nicht, Freunde. Aber wenn ich lenke, ne, dann... Das Problem ist, ich sehe da hinten nichts, ne? Ich sehe von meinem Anhänger... Wir haben ein paar schöne Lichter, das war's dann aber auch, ne? So, jetzt erstmal geradeaus. Okay, wir gehen erstmal Kette, Freunde. So. Okay, wir sind wohl immer noch in Luxemburg. Jetzt geht das nach
Ach, nach Metz. Ist Metz in Straßburg? Ist es in Frankreich? Freunde, ich weiß es noch nicht. Ich bin ein Vollnoob. Geh nochmal rüber. Da kommt auf jeden Fall nichts, ne? Komm. Meister, gib Kette. Alright. Oh. So, okay. So, gehen wir mal wieder, dass ihr ein bisschen was seht, Freunde, ne? So, sind wir richtig? Moment. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Gut. Dann gehen wir mal wieder Vollgas, ne? Hier, mein Gasfinger, ne? Freunde, das ist auf jeden Fall alles ziemlich amtlich hier. Okay. Können wir mal wieder rübergehen. Ja, die Blinken brauchen wir nicht. Kommt eh keine Sau. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So, geradeaus ist das mal richtig. Ja, das Bett ist jetzt halb blau, ne? Das heißt, dieses Bett ist halb betrunken. Und aber wir fahren durch. Wir müssen jetzt noch eine Stunde. Das muss der Bengel abkönnen. Hoffe ich nur, dass wir kein Speed-Ticket kriegen. Da könnten wir sogar parken. Aber ich will jetzt durchbrettern, Freunde. Ich will jetzt durchbrettern hier. Okay. So. Wir geben Stoff, wir geben alles, wir geben Kette. Right. Ja, Freunde, ne, das ist Samstag heute. Ich nehme das heute mal samstags auf. Nehme ich normalerweise immer früher auf. Aber ich hatte die Woche so viel zu tun und ich musste heute auch noch arbeiten. Insofern, ne, bin ich jetzt hier gerade nach Hause gekommen, habe ein bisschen was gegessen. Übrigens, Freunde, ich habe was Geiles gefressen, muss ich euch mal... Ich war total begeistert, ne? Und zwar war ich beim Lidl, ne? Ich gehe gelegentlich mal zum Lidl einkaufen, ne? Also Lidl, ne? Und da habe ich mir für 1,25 eine Gemüselasagne geholt. Freunde, ich habe erst gedacht, ne, Gemüselasagne, ja, probierst du mal, tust du mal ein bisschen was Gutes, ne? Und, ne? Und dann habe ich mir das Ding in den Ofen geschoben, ne? Und dann irgendwie... Nach 40 Minuten war der Kram dann auch richtig fertig, ne? Hat man das in den Schädel gedrückt. Und Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, das war eine Fertiglasagne von Lidl mit Gemüse. Aber das Zeug war so lecker. Freunde, ohne Scheiß, das wird jetzt echt meine Lieblingslasagne. Es ist, Moment, jetzt muss ich ganz kurz auf das Navi gucken. Okay, da geht's nach Paris, da können wir erstmal nicht. Wir müssen geradeaus. Gut, dass da jetzt gerade kein unterwegs ist. Ja, aber das mit dem Navi, das verstehe ich nicht. Das tut mir leid, ich blick das irgendwie nicht, aber... Ist ja auch egal, ne? Noch sind wir auf der richtigen Bahn, liebe Leute. Jetzt fängt an zu plästern. Freunde, habe ich nicht bestellt hier. Da kommst du ja, Dijon. Das ist auf jeden Fall Frankreich jetzt. Ne? Dijon war ich schon mal, ne? Oh, Moment hier. Scheibenwischer, ne? Ach, da darf ich eh nicht fahren. Okay, dann bleiben wir mal hier. Hier kommt da einer, da kommt keiner. Was ist jetzt hier? Kurve oder was heißt das? Jetzt kommt wieder eine Zickzackkurve. Wir gehen mal rüber. Wie gesagt, blinken ist was für Anfänger. Also nach rechts blinken ist so eine Sache bei mir. Mets. Ne, weil ihr wisst, ne, ich habe einen Gasfinger. Ne, und ja, aber nochmal auf die Lasagne zurückzukommen, Freunde. Das Ding war so tierisch lecker. Wenn ich schon mal was erzählen will, hör auf zu blinken. Also wie gesagt, Gemüselasagne, Freunde, ne? Echt vom allerfeinsten. 1,25, das Ding war richtig scheißen lecker. Das Metz. Oh, wir sind in Metz. Okay. Jetzt nur noch keine Scheiße bauen. Jetzt spiegeln. Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Wir fahren 60. Okay. Ich weiß nicht, ich muss irgendwann mal das Gamepad anders justieren. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das einstellen soll. Oh, da. Ne, gar nicht wahr. Da vorne müssen wir rechts. Boah, ey, wenn jetzt irgendwas los gewesen wäre hier, Freunde, wir hätten jetzt so viele Crashes gebaut, das kann man sich gar nicht vorstellen. So links blinken kann ich, ne, weil, ne, Gast sitzt auf der rechten Seite, ne. Aber wir haben echt Glück, dass wir hier bei nachts fahren, beziehungsweise im Dunkeln. Ja, das Bettchen ist gleich voll, aber drei Viertel, ja, das schaffen wir aber noch. Freunde, das schaffen wir. Okay, so. Aber wieso muss ich jetzt blästern, wenn ich hier ankomme? So, pass mal, dann... Wie weit ist das? Noch nur ein Kilometer. Das heißt, muss hier irgendwo das Gewerbegebiet sein. Oh Gott, dann geht das Einparken los, Freunde. Ist das jetzt hier? Ne, ist noch ein weiter. Okay, fahren wir mal weiter. Jetzt hier im Dunkeln einparken bei Regen. Das ist ja wohl, ne? Das ist ein Traum für das Spiel, Kinder. Ey, bremst, Alter! So, okay. Okay, das ist in der Küche von Captain Blondbart, ne? Die Monkey Island-Fans wissen das, ne? Und, ja, wo ich gerade von Lasagne am Erzählen bin, ne? Wenn wir ein bisschen hier gucken, dass wir dann... Das Ampelchen auch sehen, ne? Da wissen wir mal langfahren, ne? So, und da müssen wir sofort wieder rechts, glaube ich. Auf der anderen Seite ist das, da pass mal auf. Wir haben das letzte Jahr schon mal verfahren. Da habe ich hier den U-Turn-Crash gebaut. Okay, und jetzt hier, glaube ich, wieder rechts, ne? Links. Ah, das sieht aber gut aus. Freunde, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich her muss... Wahrscheinlich da vorne rechts, ne? Anders geht's nicht.
Das sah wie ein riesen Möbel aus, ne? Okay, da könnt ihr... Ja, probieren will ich's. Ich will es auf jeden Fall mal probieren. Ihr wisst ja, ich bin dem Wasser im Einparken. So, also versuchen will ich das auf jeden Fall. Das war die falsche Taste. Oh, verdammt! Lieber Leute, das tut mir leid. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte die Perspektive wechseln. Da habe ich die Joy-Taste gedrückt. Verdammt der Kacke! Na gut, ist euch einiges erspart geblieben. Wir wissen, das ist eben auf 25 Minuten. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben Bonus für Fernfahrten, okay. Wir haben Erfahrungslevel 3. Wir sind immer noch ein Neuling, aber Level 4 schon mal, ne? Ich weiß im Leben nicht, was das heißt, Freunde, aber Basisvergütung 5 und so weiter. Dann gehen wir mal auf Fortfahren, ne? Moment. Okay. So. Ah, wir können wieder was vergeben, okay. Sparsame Fahrweise. Das, wir wissen, ne? Obwohl, Moment, das ist jetzt mal ganz gut. Um deine Fähigkeit zu fernfahren, leg die maximale Entfernung fest, die du im Dienst bewältigen kannst. Anfangsbestand, okay, das waren 250. Rang 1 bis zu 350 Kilometer, bis zu 550. Ja, okay, wir waren aber jetzt schon mal in Metz, das heißt in Frankreich, sagen wir noch sparsam. Ne, wir machen noch mal. Wir machen mal. Geben hier mal einen rein auf die Fernfahrten. Ne, können wir mal ein bisschen weiter heizen, ne? Okay, das war's dann auch schon. Anwenden. Okay. Na, was haben wir jetzt hier? 27.000. Also nicht ganz schlecht, ne? Grombeck und Goldini. Guck ich den Heckenpenner an. Ne? Die Mütze fast, passt jetzt fast nur hier meine neue Truckermütze, ne? Werde ich beim nächsten Mal nicht mehr aufziehen, weil die ganz schön warm ist, liebe Leute. Das kann man, das ist halt, ne? Ich habe mir die gekauft, weil ich bin Fahrradfahrer und das Ding geht über die Ohren. Ne? Und das ist eine richtig coole Sache, ne? Weil wenn dir der Wind bei 0 Grad um die Ohren weht, dann wünschtest du, du hättest so eine Mütze, weil das ist total wichtig, ne? Ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt schon 2500 Kilometer, immer noch 1,7. Also wir haben uns nicht wirklich wesentlich verschlechtert. Auch wenn ich ein paar Bumse gebaut habe, ne? Ein paar Kretsches, ne? Und so, LKW kaufen, das machen wir noch nicht. Wir können ja mal gucken, was wir in der nächsten Woche mal wieder für ein Angebot nehmen. Wir gucken mal ganz, was auf dem Markt ist, ne? So, wir können theoretisch dann Käse von Osnabrück nach Kiel, Milchpulver von Leipzig nach Rostock, okay. Nochmal Käse von Luxemburg nach Amsterdam. Amsterdam würde ich ja ganz gerne mal hinfahren, muss ich sagen. Mehl nach Dresden von Kassel, Autoteile von Bremen nach Amsterdam. Wenn wir in Amsterdam sagen, würde ich sagen, hier, den Käse, ne? Wobei, ist das nicht ein bisschen paradox? Von Luxemburg nach Käse? Ist Holland nicht das Käseland Nummer 1? Wieso müssen wir da Käse hinbringen? Verkaufen die unter falscher Flagge, liebe Leute? Ich weiß es ja nicht, ne? Gut, können wir uns ja beim nächsten Mal überlegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt und überhaupt sowieso. Ja. Wie ist unser Traum-LKW, ne? Grombech und Goldini, ne? Ja. Was das hier alles ist, weiß ich im Leben nicht. So, World of Truck-Webseite, okay. Und das ist das Gleiche, ne? Hier speichern und laden, ne? Optionen, ne, brauchen wir aktuell nicht. Ja, dann haben wir irgendwie, was weiß ich, wir haben gleich Möbel nach Metz gebracht, ne? Metz ist wahrscheinlich in Frankreich. Ihr könnt da nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig gelegen habe oder ob ich tatsächlich so verblödet mittlerweile schon bin, dass ich das nicht mehr weiß. Aber es hört mich nicht. Ihr wisst ja, mir ist nicht so peinlich. Liebe Leute, dann gucken wir mal, dass wir nächste Woche dann Fotostudio, Karriereentwicklung. Warte mal kurz auf die Karriereentwicklung. Mich würde mal interessieren, so, pass mal auf hier. Was sie da so schreiben. Oh, geht steil nach oben, Freunde. Wupp, aber na, holla die Waldfee, ne? Enthusiast, ja, das kann man sagen. Ne? Wer so scheiße fährt wie ich, der muss enthusiastisch sein. Gesamte Spielzeit 1 Tag und 16 Stunden. Wie viele Folge ist denn das schon? Ich weiß es gar nicht. So, pass mal auf, hier Spielzeit 3 Stunden 15. Ach so, okay. Mhm. Erkundete Straßen 5,66%. Strecke während freier Fahrt. Mhm. Gefahrene Strecken, wir haben alles im Dienst gefahren. Wir sind noch nicht frei gefahren. Weil warum sollen wir frei fahren, liebe Leute? Wir sind, also, wie komme ich da wieder raus? Okay, wir sind auf jeden Fall Level 4 Neuling und das Ding, wie ihr seht, geht steilstens da oben. Na, bald sind wir Weltmeister im LKW-Slalom. Ne? Was sagt Theo gegen den Rest der Welt bei dem, wo die dann bei den Schweizern sind? Ne? Ja, und sie sind Physik durchgefallen. Guck mich an. Dreimal durch die Fahrprüfung gesaust. Jetzt Westfalenmeister im LKW-Slalom. Das will ich irgendwann auch schaffen. Ne? Westfalenmeister im LKW-Slalom. Ich glaube zwar im Leben nicht, dass ich das hinkriege, aber ja nun. Liebe Leute, dann ist Samstag heute. Morgen Sonntag kommt das Ganze raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und einen tollen Start in die neue Woche. Ich weiß nicht, wie ich morgen noch ein kleines Vlog mache. Ich bin noch ein... Schau mal. Liebe Leute, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne ab in die Rinde, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Speakin 45 und... Diesmal ohne große Crashes durchgekommen und die Lasagne war echt lecker. Ciao, ciao.